Od ture očekujem polupana kolena, još mnogo znoja i veoma kvalitetnu malinarsku boju. Ovo je kupali majku. Ne, 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 majku, što bi ti? Oćemo. Đuro, jesi spreman?
Der Ringzeh oder der Zeigezeh? Marc steht übrigens auf Füße und Zehen. Auf die Tische. Ja, aufpassen. Ich hab's gern. Warte, alles so. Tische. Ja. Ich, wir hatten es gestern beim Essen davon. Ich habe gesagt, was ist das? Welcher Part vom Körper würdest du bei deiner Freundin nicht mit deiner Zunge berühren wollen? Und es ist eindeutig der Bereich zwischen kleinem Zeh und Ringzeh. Boah, weißt du, was ich mal nachts mache? Wenn der Marc mal wieder zappernd neben mir liegt. Einfach mal einen Zeh so. Ja, oder? Feuchten Fuzzi, kennst du? Ja. Boah. Mit dem Zeh, oder was? Anlecken und Finger anlecken, ins Ohr stecken. Von alten Männern. Wir werden dich am Sonntag noch bauchen. Oh, weil ich weiß aber geil. So alles so, so im Sinn. Alle so. Wenn du so ein Fussel aus dem Bauchnabel rauslegst. Ja, Bauchnabel. Ja, ja, los, hopp, ab auf die Sattel. Voll schön, aber das können wir auch beim Bier diskutieren. Ja, okay, da macht es doch mehr Spaß. Da kommt noch mehr Schwachsinn raus. Ja, volim da jurim brzu brzinu na spustu. Neki rekord od juče mi je zapravo 78 na sat. Išli smo nizbrdo, onako lakat jedna krivina. Nisam mogao da ukočim do kraja, a da ne preletim preko bajsa. I onda je bilo ili udaram u auto koji ide ispred mene, ili idem levo u neku livadu. Op, 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 pazi, pazi, stani. Veliki nagib i jaka inercija, ne smiješ da se zalećeš uopšte. Ne, gledao sam da padne kako treba. Kaci ga glavču! Bez većih povreda, malo koleno, nije strašno, ali preživeo, to je najbitnije. Pusti me sad! Teško ti je, brate! Šta mogu da vam dam? Vode, soka, rakije, pivo... Ladnu Coca-Colu! Ja, evo sad uopšte ne znam što mi vozimo i što mi nismo ovde cijelo vreme. Marc ist einfach ein übelst gechillter Mensch. Das ist super. Richtige Touristen, alle mit Foto und mit, ja, Kamera. Habt ihr Bock? Richtig. Und deswegen. Ja klar, komm, wir rocken jetzt die Stadt. Komm, macht euch locker. Isotonisches Hopfen-Kaltschalen-Getränk. Kaltschalen? Ja, mit oder ohne. Weizen Granate. Vielleicht erstmal geschwind eins ohne. Jo, ich komme her. Dann eine Fanta. Und dann eins mit. So Putzerfische bräuchte ich. Immer ordentlich meine Füße abknauen.
super, aber bis jetzt hatten wir auch noch keine Steigung. Es war alles total eben und dadurch echt super, wirklich schön. Nisu kola, možda je srna. Des ćevapa s lukom. Pa evo, utisci od prvog dana su bili da je bio jako interesantan i intenzivan. Imali smo dosta onako nekih nepredviđenih situacija, ali sve u svemu dobro je prošla vožnja. Skoro svi smo izvozili cijelu vožnju. Šta se desilo? Pa umro. Ja sam se šlepo jedno 20% za uzbrdo uglavnom, ali to je okej. Spram kondicije i mogućnosti nema forsiranja. Tako da, klopali smo kao bogovi kod Vlade na vikendici, jeli smo tu jagnjetinu pod začem. Trebao nam je taj presek da se resetujemo, da uđemo u drinu, da se onako vratimo na fabrička podešavanja. I onda smo stigli na ovaj uber svež vazduh na 1200 metara nadmorske visine, tako da bombonica dan. Bilo je jako interesantno i opet smo imali taj moment nailaska na neke neočekivane situacije kao sa tog dekiđu što smo vidjeli na Debelom brdu koji je pokazivo slike. Ha, kakav je Mario! Ovo je hrast. Ovo je hrast. Čekaj, ovako ga uporijem. Pogledaj ti, ali tačno 40 godina. Prošlo je sa imbus četvorkom u rukama uglavnom. Svaka druga krivina imbus četvorka, ja dovrćim kočnicu pošto mi je igrom slučaja paknovi su mi se na prednjoj kočnici izlizali i onda mi je crpa prednja kočnica. I onda je išlo tako malo i onda mi je otkazala i zadnja kočnica. Onda sam uzeo da popravljam i onda sam napravio tako da kad stisnem prednju kočnicu ona propadne i ne radi, a kad stisnem zadnju ona propadne ali koči. I to je bio neki kompromis da imam jednom da zakočim. Kad mi se koči, gledao sam da ne kočim, srećom bilo je dosta uzbrdo. Bile su dobre maline usput, divlje maline, male. Prva liga. Kiselo mleko treba nekome. E, meni, ja sam pozdravio. Ovdje jede ovako, jede s druge su. Spreman jesam, odmorio jesam, kolena malo zezaju, ali evo, bandažirano na sve strane, tako da... Biće okej, okay. idemo u drugi dan. Pastrnku, mala vatrca ovako ovde i vidiš tamo gdje je onaj kran. Ispod ima ribnjak i tu su male ribice, pastrnke, ovolike i ovolike.
tu ovako se napravi mala vatica na 4 lomačica i gore ovako pastrnke. I mi ovaj uspon ovako. Ali pastrnke nema. Tako da. Ima keksa. Vodeć naze. In, guck mal, Viertelsee, dann können wir so fahren oder wir treffen uns einfach hier oder ja, ist doch gut. Wir treffen uns, ja, das ist ein, ah, nee, da ist es. Ja, ja, okay, aber die Jungs, mit, ja, die Jungs müssen glaube ich so fahren. Ja. Ja. Ja, das ist doch gut. Ist das ärgerlich, ey, Mann. Tja. Aber das stimmt überhaupt nicht. Okay. Hast du noch Doc Blue Milch? Ja. Hattest du, dann würde ich vielleicht ein kleines Stück, weil ich weiß halt nicht, wie viel da raus ist. Ja. Also wenn ich welche hast, dann würde ich vielleicht noch ein kleines bisschen nachschieben. Alle Eichen gehen noch mit rein. Genau. Das ist kurz vor und einmal. Drei. Das reicht. Passt, wenn ich will irgendwie. Immer hier kurz so leicht angucken. Ich muss so schneuzen, wenn Lukas so vorbeifährt, dann so. Ja, genau. Was abartig? Sexy dann Hüpfschwung. Ja, mir gefällt es richtig gut. Oder findest du es nicht? Ich sehe mich selber nicht also so. Ich gucke mich dann hinter dem Film an und denke so, oh geil, Litzen, was ein abartig. Ich sehe mich dann im Film und denke so hinterher, oh, Alter. Was ein abartig sexy Hüftschwung. Aber das hast du gesagt. Hat jemand ein Kreuz? Ja. 42 Degrees. Was soll ich erzählen? Du sollst sagen, was jetzt. Alter. Ich habe ein bisschen Angst von den Autofahrern hier. Hier ist Halligalli. Das ist okay. Wir fahren jetzt hier noch schön 100 Kilometer heute. Jetzt geht es noch zwei sportliche Berge rauf. Und dann kommt es erstmal ein bisschen ins Bamberger Flachland. Dann kommt noch ein langer Anstieg. Aber wieder ein bisschen mehr Asphalt jetzt. Schön ein bisschen kneten, ein paar Ortsschilder mitnehmen. Das wird noch ein schöner Tag. Freue mich schon aufs Abendessen. Schönen Schluck trinken. Schlafen, morgen kommt es leider Regen. Das habe ich jetzt schon nicht Bock drauf, aber wir haben gute Regenjacken dabei. Und ja, müssen wir halt durch. So. Morgen Abend der Zug ist das Ziel. Bis dahin kann es auch ruhig regnen. Tam je lice crvenije nego njihov dres. Beos i kusir. Prvo koljeno Srbije. Hoćeš moći da izguraš? E, imamo... Moram, brat, idemo brr. Yes. Imamo gepeku neka koljena. Rezervna, da, da. U Lidlu smo kupili. Koji broj nosiš? 46. 46 koljena, jel imamo tamo u gepeku 46 koljena? To si popio. I... Čak sam, Đuro, koliko njemu treba da budu otakle? Ali dajte mu s ome dve dvije. Frištik, lagan. Ali imam ja magnezijum, ako hoćeš ultra jak, ali je pilula. Ali je, daj, brat. Ali je do jaja. Daj. A neki dan je ovde, ortak mi šelje snimak, bukvalno, voze kolima i prolazi medvjed, mislim malo meče, ali dovoljno da to deri. Kapiram da gotivi biciklist. Der lässt sich einfach gehen zwischendurch. Der lässt sich gehen. Und das ist gefährlich für uns alle. Also wenn der so weitermacht, dann kommen wir da auch nächste Woche nicht an. Also in Nürnberg. Ich meine, wir könnten auch Marken. Guck ihn dir an. So. Guck ihn dir an. Der labert halt auch die ganze Zeit nur. Ohrschluch. Ja, weißt du? Sucht er schon wieder in seiner Tasche. So, jetzt zieht er noch sein Messer raus. So. Okay, ich kann leider nicht aufsteigen, weil hier so viele Leute sind. Jetzt kommen wieder die Argumente. Dieses hohle Gelaber, so, weißt du, mit dem er einfach versucht, Zeit zu stimmen. Aber das funktioniert nicht. So, jetzt ja, Helm ist sein Helm zu, Helm zu offen. Ja.
immer diese Scheiße. So, weißt du, und das kostet uns einfach, das kostet uns Zeit am laufenden Meter. Jetzt riecht er noch hier rum. Und dann Pager auch, so. Guck ihn dir an. Der will hier einfach mal stehen. Können wir los? Ja, wie lieber. Und los! Samo lagat ću tebe da ima još malo. Još malo, još malo. Neki smo brzi, a neki smo i debeli. Lepotice! Bele rade, bele rade, koli mi ga noće sada. Malo samo glava da se ohladi. Biće kiša. Das wäre doch mal eigentlich auch ein Feature für Bips. So messerscharfe Tenline. Jus, wir machen ein Groupie, Alter, was geht? 1, 2, 3. Ich weiß nicht, es gibt Leute, die bezahlen da viel Geld für. So, das ist angenehm. Das ist so, man, hier fühlt sich auch geil, geschmeidig an. Ja, schön. Ist immer bestimmt anders morgen gewesen, oder? Ja, bestimmt euch auch mit Dreck abgewogen. Nur, ne? Eigentlich waren wir ja nur in so einem Luxushotel. Was mit dem Dreck? Ziemlich nice. Ziemlich nice, okay. Dirtiest shit ever done. Ging es ja nur hoch und runter. Mhm. Das merke ich jetzt aber. Cool. Deshalb geht sowas halt voll jetzt. Das Lager kämpft. Das war sehr, sehr cool. Es sind echt viele gute Fotos rumgekommen.
Sachen dabei, sondern ging es noch mal so ein bisschen an den Fluss runter und dann sind wir ewig auf so Schotter am Fluss und dann hat das Licht auch wieder so ein bisschen gewechselt so und es war dann ein bisschen schwierig zu erkennen, wenn du so aus dem Hellen gekommen bist und in so einen dunklen Wald eingetaucht und dann so richtig so Gerappel irgendwie dann hattest und das war ein richtig guter Flow, so nachdem wir dann so runtergekommen sind, einfach so durchgezogen. So aber es hätte dann den normalen Track gefallen oder nicht? Doch, die ganze Zeit den normalen Track, wir sind auch nicht abgewichen. Aber halt immer so durch kleine Dörfer und dann immer diese, Nismo gledali nađemo tu trasu. Sat vremena smo se vrteli da uhvatimo i ne odemo neko. Zgazili smo ovo jako lepo. Koliko imamo ispod 35.
to mi ovo sebi radim? Bar nije vruće. Ne može jače da pada izgleda. Sve me boli. Da sam znao kajak da ponesem, znaš kakav bi spust bio. Upside down. I na 101. kilometru nailazimo na bicikliste. A još je voda ovim barama topla, kapiraš? Iš po barama, ono, banja. Dan. Izdržat ćemo, a? Hoćemo. Familijo, kakva je to pčela? Ma, upetala mi se u glavu, ja kontam skakavac, kapiraš? Ja, ono, samo ovdje bodeš. Ovoliki. Žavka. Ošte. Ovako. Pomaču kamenu. Ja, ovako. Bam! Šta su mi šiti od banane? Iš ovo ovde. Pade, šta da radimo? Hoću da se pravim pametan. Da zaobiđem pod uglom i izleteo točak. Šta da radimo? Vidio da nema povrede. Treći pad. Tako je. Jedan, dva, tri. Čedo, stižete brzo. Danas gađam i na drugi. Da bude 2-2. Ovo nije dobro nikako. Ovdje je kamen proletio. E, ja pao sam. Imamo 4 pada, ja mislim, do sada. Ja sam nešto malo tu. Malo tu, ali to je tanko sve. Ništa, daj mi još. Uradimo strateški bitnu stvar. Još dve. I trnja je zve. Sada je dokočica. Te ulje ono za lanac. Te bra, lanac suv kao barut. Brat, izgleda i da je zaređao malo. Da, da, malo i teče. Eto. Ajde, neki Bog u pomoći. Ajde. Jo, tebra! Lanac! Jao!
dan, dobro večer. Edo. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Stotka, momci. Pa ne laži, gdje ti bilo? Ima ponadala. Pa ne, ima paracetama. Sameri. Koliko ti kažeš, 99? 99. Mnogo kocina, jedan dan, naš. Mnogo foto, bliži. Evo koca zero, evo koca. Evo sirac. Sveopšti utisak je fenomenalan jer je ruta toliko bila dobra, toliko je bilo nekih bukvalno upside down jedan kroz jedan. Znači od psihičkih upside downa do ruta je bilo upside down, od makadama do full pista asfalta, do livade, do momenta gdje ti praviš sam sebi put. Ti dođeš na livadu, ti biraš kuda ćeš. Uhvatio sam ritam što se kaže dobar. Nadam se ću danas izdržati veći deo dana, penjemo dve planine, tako da bit će interesantno. Imamo jako veliku visinsku razliku da popnemo. Olakšaće to što ćemo po asfaltu ići, ali svejedno 3300 metara popeti, čisto reda radi, to je nekih 11 avala. Hvala. Kako treba. Tornica, mama. Sind 15 Kilometer. Ja. Und da kannst du die Drohne mitnehmen. Ja. Schau, das ist hier. Ja. Und dann geht's hier, zack, da durch und bis hier runter. Das heißt, man könnte sich theoretisch hier nochmal treffen. Zwischen 15 und 16. Welcome to my crib. Warte. Aus dem Knast früher, Seife. Oh, Seife. Ekelhaft. Lach ihn raus, den Tiger. Ja, genau. Sag ihnen, was du kannst. Lass ihn raus, den Tiger. Sag ihnen, dass du es kannst. Den Keller zu rein. Lass ihn raus, den Tiger. Schnapp sie dir. Sag ihnen, was du kannst. Oh, Balu. Oh, Balu. Freunde seien durch dick und dünn. Balu und seine Kuh. Hey. Oh, Balu. Sein durch dick und dünn, Balu und seine Kuh. Halt so. Oh.
Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen zu Baumaschinen für Einsteiger. Das ist der Grundkurs, quasi der Bachelor für Baumaschinen jetzt. Wir dürfen jetzt auch nicht mehr im Hörsaal sein, deswegen müssen wir jetzt wegen Corona auch in freier Natur machen. Also ihr seht hier die Spezialausgabe der Ditchwitch 3000 AT40 All Terrain. Das ist eine Sonderausgabe, limitierte Edition. Da gibt es nur 40 Stück von weltweit, also Gesamtauflage schon 5 Millionen, aber es ist die Sonderlackierung in Blutrot. Die ist extra für mich gemacht worden, also auch jetzt farblich zur Jacke so. Ich habe halt die, also wenn man die kauft, dann kriegt man den Kit dazu. Also die AT40 All-Terrain, ja, mit allem ausgestattet, was das Herz begehrt. Ledersitze, Sonderausstattung, auch rote Nähte auf den Sitzen und ja, die Kabelführung natürlich exquisit. Also wie es halt muss, so, ne? Im All-Terrain-Bereich. Ich habe keine Ahnung, was das Ding macht, aber es ist eine Sonderedition. Also ist ein geiles Gerät, kann ich jedem nur empfehlen. Kauft euch das, stellt euch das zu Hause hin und ja, bis zur nächsten Folge von Maschinen im Einsatz. Momci, samo da vam pokažem, ovo levo tamo što je pod kišom i pod oblakom, to vam je kopaonik. A ono tamo isto što je u oblaku i sa kišom, možda čak i snegom, to su albanske prokletije. I Kosovo. Ovdje iza ovog brda desno se nalaze komovi, a to ćemo da vidimo još malo gore. Kad se popenjemo ka Jankovom kamenu ima bolji pogled, pa će se sve lepo vidjeti. Ovo je dole Pešterska visoravan, a tamo iza je Jakovo. Vidimo se, ima me na društvenim mrežama, pa... Jebi ga, vrati kao piči. Sve najbolje, brate moj. Dobar vetar i dobro vreme. Uživajte, šta da vam kažem. Ne
može veći uspon, tražimo nešto još ovako. Die Hobbits haben zu tief gegraben. Sie haben etwas aufgeweckt. Ja. Das Moorhut. Later, Alligator. After Wild Crocodile. Da pečemo rakiju. Suprotno ne bi bilo adekvatno. Staklo jedan. Je li malo tuntrošen? Da, da. Hvala. Ja nisam verovao. Pa šti ovo? Za ovaj uspon, posljednji. Živjeli. Živjeli. Živjeli ekipa. Ekipa. Ekipa ne pije. Juri ga, bate ga za noge. Malo pre ti je zadnja pukla. Ali nije prvno. Tačno 7 dana ne sedam na bajs posle ovoga. Samo taksijem, brate, sedneš lepo, 150 metra, druže, ajd voz do bankomata, druže. Bracerče, molim te, familiju, bre, do bankomata. U Rikmers ga buraju taksi, bre. Wann kommt der Zug? Dann ist alles vorbei. Wann kommt der Zug? 18:06. Biće ovo dugo putovanje u Evropu. Gledamo peze, gledaj! Nema u Nemačkoj ovo! Si vidio, to je upside down. Kiša, grad, minus 30, plato, pitske materine i sunce. Vozi izginu s vozu. Krenuli, 101,5 km. 5 sati, 30 minuta. Znači... Ja ako ostane mi još malo puće mi guma. Ovaj multi-tool. Now take a sharp left.
Aerodynamik, ja. Sam taj doživljaj svega što smo mi videli na tom putu je nešto neverovatno. Ali ono što ću svakako pamtiti je zapravo ceo momenat gde se ja 6 mjeseci spremam za ovako nešto i uspem da kažem da izvezem 500 km i tih 10.000 metara nadmorske visine, to je vertikalnog uspona. To je nešto što će meni mnogo značiti za dalje jer iskreno nisam verovao da mogu, a zapravo se ispostavilo suprotno. Idem, okrećem pedale, slušam neku muziku, nekoj divnoj sam prirodi i bukvalno onako filtriram sve te razgovore, ljude, momente kojih imam dosta onako u radnoj nedelji, danu, kako god. I onda mi baš onako znači da se opustim, fizički izmorim i izmeditiram u tom cijelom procesu onako aktivno. Za moju prizoru pobjerujem se Švabe i Continental 25 do 35, to je širina, a ima ih pa jedno 7 do 9 komada. Od toga 7 do 9 su moje. Svaka pedala je soundtrack jedan naš. Toliko je to meni emotivno jako bitno kakva muzika ide. Mislim, generalno imam trip kad putujem u neku stranu državu, obično upalim radio i slušam lokalnu muziku. I primjer, po Hrvatskoj sam slušao neke cajke njihove tamo, ne znam, po Francuskoj sam kad sam išao slušao tamo ono, ljubiriži, biljeriš, ma samo, roka i mlate, šta god, samo neki na francuskom. Super je, samo što za 5 dana, za 5 dana ti treba ozbiljna diskografija. Ono što me najviše gura kada tako penjam neko veliko brdo, jer posle svakog velikog brda sledi neki veliki spust. Tako da samo stisni zube, izguraj to, a nakon toga sve lakše. Definitivno jedno iskustvo koje se ne može lepo opisati rečima. Zapravo kada počneš da voziš ovako nešto, nisi siguran, to jest vrlo brzo izgubiš osjećaj da si u Srbiji, nego imaš osjećaj da si otišao negde van, toliko zapravo mislim da imamo neistraženih prirodnih bogatstava.